Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf der XXL-Fa auf dem Marsch, wer da landet mit dem Varuna und dem Marlon. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Wir haben es endlich geschafft, wir haben noch einen Helfer da. Juhu. Vielen Dank, an den Marlon Neumann vom RP. Bitte, bitte. Und wir machen erstmal große Action hier. Ich hab die Kamera gewechselt und das hat geleckt. Ja, bei mir irgendwie auch. Bei mir irgendwie nicht. Dann wir hast du einen zu guten Rechner. Wir haben noch 600. Oh, ich habe hier schon den 100.000er Ladewagen. Das geht vorwärts. Ja, und ich habe 90.000 Ladevolumen. Ups. Achtung, stopp! Das war jetzt ein Lag. Nee, das war der Baum. Nee, und bei mir war Lag jetzt. Bei mir auch. Also, wir werden jetzt heute erstmal schauen, dass wir das ganze Stroh voll zur BGA bringen. Dass das abgeschlossen ist. Und dann schauen wir mal, was heute noch so ansteht. Ich fahre natürlich ja am schnellsten, wie es sein muss. Ich fahre 73. Ich fahre 90. Naja, und dann baust du wieder einen Unfall, so wie vorgestern. Nein, das war kein Unfall, das war Selbstverschulden. Ja, eben. Ach, scheiße. Ah, ich könnte auch mal ein bisschen Radio machen. Oh nee, jetzt habe ich mich schon wieder am Sender verdammt. Muss man wieder so lange durchtappen, ey. Oh, leck. Summer leckt das. Ja, jetzt. Ja, wenn Varuna das Escape-Menü betritt. Nein. So, doch. Jetzt Radio. Ich habe nur den Radiosender gesucht, verdammt. Wird auch anfahren. Oh, ruckelt das! Kommt ihr auch irgendwann mal an? Nö, ich komme erst in 3 Jahren an. Ja, warte, Varuna. Ja, jetzt meckert er rum, ey. Kommt ihr auch irgendwann an? Na, ich bin da und dann geht nichts. Man kennt die nicht anders. Ich bin halt Tiger. Ja. Und eine Farm. Ich hab vergessen, vorhin Toggle auszumachen, ey. Och, Summer. Ich glaub's ja nicht. Und? Ich bin jetzt schon wieder los, ne? Jo. Ah, oh, scheiße, jetzt bin ich aus dem Trigger rausgefahren. Ey! Kinas! Hä, warum kann ich jetzt schon wieder... Oh ne, jetzt haben wir zu viel hier drin. Der ist zu langsam im Verarbeiten. Und der ist schon schnell. Ich bin der Praktikant und mach alles kaputt. Hallo, ich bin Bruno, der Kameramann. Eigentlich müsste es nebendran fahren können, das müsste gehen. Da, 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 di, da, di, da. Ich bin schon auf dem Rückweg. Ja, nicht. Ich auch gleich. So, was gibt's Neues von der Front? Nichts, wieso? Es gibt einen Fendt 1050. Was gibt's Neues von der Green Fleet? Wäre die richtige Aussage gewesen. Ja. Dann hätte ich es natürlich direkt gewusst. Ja, gell? Ja. Ja, komm, ist dein Teil. Nee, darfst du gerade mal in deinem Video zeigen. Hast den gemoddet? Ja, okay. Ja, ich weiß Tiger nicht, was ich starte. Ich starte erstmal Stroh auf. Auf der Geraden gehe ich mal kurz rein. Also unter Großtraktoren, unter Fahrzeuge und meiner Shop-Kategorie gibt es ein neues Fahrzeug. Den Fendt 1050 mit Varuna LP, 1050 Felgen und Hauptfarbe. Oh, ich bin etwas von. Ey, wer ist denn da übers Feld gefahren? Nicht. Herr Neumann. Wieso? Nee, weil ich die Spuren gesehen habe. Marlon. Ja. Ja, für meine Zuschauer, der schickt. Ich dachte, das ist kein RP, da darf ich fahren, wie ich will. Außerhalb der Aufnahme, ja. In der Aufnahme, nein. Okay. Gut zu wissen. Ah, okay. Bist du langsam mal voll hier? Ich komme gerade rein. Ich bin voll.
Also ich war schon immer voll, aber das ist ein anderes Thema. Aber sowas von. Ja, ich stehe zu weit weg, verdammt. Marlon! Du hast mich abgelenkt! Du hast mir abgelenkt. Oh. Gelenkt. Ohren hast du auch nicht mehr. Das dauert bei mir halt ein bisschen mit 100.000 Liter Ladevolumen. Geht eigentlich ganz schnell. Ab zu Baby. Ich weiß nicht, ob ich voll bin. Ja, doch. Weiß nicht, ob du voll bist. Ja, mein Anhänger. Musst du gucken, ob du noch fahren kannst. Das sieht gut aus. Dann bist du nicht voll. Das denken so einige. Und dann sind sie doch Hacke. Sag nur Jägermeister. Huch. So, das war die Strafe dafür. Oh. Junge, warum hat... Okay, wir müssen noch ein bisschen auf den Roggen warten. Das wollte ich gerade gucken. Haben wir auf Feld 16 auch Roggen angepflanzt? Keine Ahnung. Oder war das Hafer? Harry Hafer oder was? Ne, ist auch Roggen. Haben wir Hafer schon für die Mühle? Ich glaube nicht. Das wäre aber ungeschickt, weil dann können wir ja gar kein Mehl produzieren. Das ist ungeschickt, ja. Das sollte ich gleich nochmal gucken. So. Ja, hätte ja auch klappen können, gell? Gesehen. Was? Dass du auf einmal so einen riesen Schlenker gemacht hast, habe ich auf der Karte gesehen. Hätte fast geklappt. Wäre fast um die Ecke gekommen. Fast, aber nur. Jo. Ja, Scania braucht ein bisschen länger. Aber das werden wir ruckzuck hinkriegen mit dem Stroh. Marlon, du bist ja schon wieder wie so eine besoffene Sau. Ups. Aber ich auch. Ach. Mühle. Ah, Hafer haben wir 300.000 Liter drin. Ja, hab ich hier, ja, wir haben noch Hafer abgeerntet. Klar, hast du gesagt, du weißt es nicht. Ich weiß es nicht, aber jetzt erinnere ich mich wieder. Aber ich glaube, der Fan überholt mich jetzt gleich. Ich glaube auch. Ich glaube auch. Da passt halt nur die Hälfte rein. Nein! Doch. Oh. Geht das nicht eigentlich nein oder doch? Oder doch, oh nein. X-Ohr heißt es. Nein, was doch, oh. X-Ohr. X-Ohr, oh. X-Ohr, hä? Entweder was? Oder. Wow. Was macht denn Varuna da hinten? Der fällt ja auch, als wenn er besoffen wäre. Marlon. Das sagt der Richtige, wenn ich so deinen Fahrstil anschaue. Gleich hängt er am Baum. Aber so kann ich ihn wenigstens wieder überholen. Och nö. Ey, lass die Schilder. Achso, die Schilder fallen hier ja nicht weg. Ey, lass die Schilder in Ruhe, sind meine. Wie viel fährt er denn? Meiner fährt nur 360. Ja, ich schieb ein bisschen. Hier, berg hoch. So, wie war das mit dem Fan? Ja, wie er auf dem Rücken liegt, wie eine Schildkröte, ey. Oh, das war so verlockend, da reinzurasen. Vor allem, weil ich ja die ganze Zeit von hinten geschoben habe. Da stand da schon so ein bisschen schräg. Und dann bin ich in den schrägen Fan da reingedonnert. Wir haben es gleich geschafft. Ich guck mal gerade. 87.000 haben wir noch.
Ja, fahr weiter. Tigerfarm, du könntest mal gucken, ob du noch Dünger mit zurückbringst, wenn da noch was da ist. Ja, da ist noch was da. Hast du auch vorhin gesagt, 97.000. Und wieder vergessen? Im Silo habe ich. Echt? Weiß nicht mehr. Dann solltest du dich mal erinnern. Für mich wahrscheinlich letzte Fahrt jetzt, weil da nicht mehr so viel drin ist. Ja, ich denke, die eine Fahrt reicht. Wir müssen jetzt nicht das komplette Stroh. Wenn der Rocken fertig ist, dann kriegt man da sowieso noch mal einiges an Stroh raus. Bitte nicht wieder über 1 Million Liter. Oh, durchaus möglich. Wir haben Feld 16 mit Rocken und Feld, unser eigenes Feld mit Rocken. Wir können schon wieder auf 1 Million kommen. Ich habe gestern, vor ein paar Tagen, vor 2 Tagen, am Montag, keine Ahnung, welchen Tag haben wir heute? Mittwoch. Wir haben heute 12 Tage. Also am Montag habe ich im Stream habe ich 3 Abfahrer mit Cosplay auf den Stroh-BGA-Kurs geschickt. Ja, ich habe es gesehen. War cool. Und die hingen nur einmal, die haben sich nur einmal berührt. Ja. Zu dritt schafft man halt schon was weg. Muss man schon sagen. Ach, ey, guck mal, das passt gerade so hier. Schüttet gerade so an dem LKW vorbei und kommt trotzdem den Anhänger. Muss man schon sagen, gute Leistung. Jetzt fährt er schon wieder nicht den Weg. Ja. Der muss nochmal einen Führerschein machen. Marlon, alles gut mit dir? Ja. Kein Ding. Mal einen Führerschein. Soll ich den Führerschein beibringen? Nee, du bitte nicht. Dann müsste er ja ordentlich fahren. Ja, schon schafft er ja eh nicht. Aber was? So, Saatgut haben wir nichts mehr, glaube ich, oder? Wir haben noch nie Saatgut produziert. Ah, da war was. Da war was, ja. Okay, gut, dann haben wir das Stroh erledigt. Ja. Den Dünger am Hof. Und dann gucken wir mal, was wir morgen machen. Hätten noch, warte mal, wie viel? 3.700 reingepasst. Nee, gar nicht wahr, 2.700. Ja. Also morgen werden wir sowieso dann wieder einiges an Gülle, Gärresten haben. Hingehen morgen, ja. Nee, Folge morgen. So, dass die Gärreste werden. Das Geld. Ja. Das Geld kriegt man erst ingame morgen. Ja. Wir müssten jetzt ja schon bestimmt wieder 100.000 Gärreste haben. Das 200. 200.000. Moment, wie viel haben wir? Wir haben fast 200.000 Gärreste. Jo, sagte ich gerade. Nicht 200.000 gesagt, ich habe gesagt fast 200.000. Ja, wenn das restliche Stroh durch ist, dann. Wir hatten da das Holzding hin. Warte mal. Wir hatten das Holz da hingelegt. Wir könnten mal. Wer das gesägt hat. Was soll das? Ja. Ja. Marlon! Okay. Es ist eindeutig, Fendt ist ein Schrott. So, liebe Leute. Erfolgreiche Folge. Der Fan liegt schon wieder auf der Seite, so wie es sich gehört. So, wer hilft wem? Niemand. Ich will da reinfahren. So, jetzt probier mal aufzuhängen. Nee, komm, bleib dran. Ich schieb ein bisschen bei dir. Gut, liebe Leute, aber das war's auch von der heutigen Folge XXL Farm Marchfelder Land. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. So wie bei mir, als auch wie bei mir, den Tiger Farm bei dir. Genau. Und bis morgen. Tschüss. Morgen, tschüss. Tschüss.